Die V406 News werden Ihnen präsentiert von Boja, dem Lack- und Karosseriezentrum in Hildesheim und Hannover. Herzlich willkommen bei den V406 News von der Sportparty 2012 der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung im Dorint Hotel. Hier auf dem roten Teppich sehen wir schon Cheftrainer Andreas Golombek und zweiten Vorsitzenden Lutz Hille, die auf die Nominierung warten. Mannschaft des Jahres, schauen wir den Beitrag mal rein. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik für heute Abend, die Mannschaft des Jahres. Und da stelle ich Ihnen zuerst den VfV Borussia 06 vor. Also, Sie spielen in der Oberliga Niedersachsen und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie man richtig mit dem Ball umgeht. Am Ende erreichte unsere Oberligamannschaft einen erfolgreichen dritten Platz und wir möchten uns hier ganz besonders für alle Anrufer bedanken, die uns hier unterstützt haben. Im Anschluss an die Siegerehrung wurde dann ordentlich getanzt, wie hier beim Zweitvorsitzenden Guido Dönne und wie beim Rest des Saals. Nominierungsvideo haben Sie ihn schon gesehen, unser Neuzugang Murat Salah. Er wird neben Dennis Taya unsere Mannschaft in der Rückrunde verstärken. Das war's auch schon wieder von dem VV06 News. Wir sind froh, dass wir wieder da sind und wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen in der Rückrunde zur Oberligasaison 2011-2012. Alle Informationen bekommen Sie natürlich unter vv06.de. Und hier nochmal einen ganz großen Dank an unseren Sponsor Boja, das Lack- und Karosseriezentrum in Hildesheim und Hannover.